Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Dicken Igel aus Hack. Mad Eagle Dynasty. Und ja, mal sehen, was wir diese Folge alles so machen. So ein bisschen was habe ich ja noch vor. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Folge und damit let's go. Wir haben irgendwann Diplomatiefertigkeitspunkte bekommen. Also zumindest einen. Das heißt, Zehr-Verhandlungspartner können wir auf Stufe 3 bringen. 30% bessere Verkaufs- und Einkaufspreise. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt sind wir da Stufe 5. Ist halt noch ausbaufähig, ne? Ist halt noch sehr ausbaufähig. Produktion sind wir schon Stufe 10. Überlebenfertigkeit haben wir 7. Da könnte auch noch ein bisschen was passieren. Landwirtschaft haben wir 9. Jagen erst 3. Und Gewinnung 9. Tja, so oft war ich selber noch nicht jagen. Oh. Ja, ey, wir starten gleich rein in die Runde und haben einen krassen Verkehrsunfall. Ey, so richtig dumm auf dem Zaun gelandet, ne? Ich könnte jetzt den ganzen Tag so abhängen. Schön. Ich hoffe, meinem Pferd geht's gut. Wir haben 2 schwangere Frauen. Haben wir eigentlich schon wieder eine Mutter, die... Nee, haben wir nicht. Alter, guck mal, wie viele Kinder wir haben, ne? Was? Das älteste Kind ist jetzt 6. Vesebora. Also noch ein paar Jahre. Nochmal so viele Jahre. Und die könnte schon fast Lehrling werden bei uns. Der Grabungsschuppen ist immer noch kaputt. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ihr habt ja auch in den Kommentaren gesagt, dass man die Produktion in jeder Land, in jeder Jahreszeit neu einstellen muss. Also von der Bauhütte. Grabungsschuppen. Fortschritt 0. Kosten 1 Holzstamm. Also die haben das schon auf dem Schirm. Die machen nur nichts. Warum nicht? Also ich musste jetzt hier nichts einstellen. Doch, muss ich jetzt hier auf Reparieren klicken? Du bist sicher, dass du diese Reparatur des Gebäudes anordnen willst? Ja. Ach. So. Ach so. Lol. Das habe ich nicht gewusst. Schande auf mein Haupt. Ich habe in den Kommentaren behauptet, das Ding ist schon repariert. Ich habe gelogen. Schamlos und noch ohne Konsequenzen. Jetzt wird das Ding auf jeden Fall repariert. Ach so. Okay, also. In der Bauhütte gucken wir jetzt jede Jahreszeit rein. Da erfasst er die Schäden und dann können wir hier unten auf Reparieren gehen. Warum macht er das nicht automatisch? Entschuldigung. Warum macht er das nicht automatisch? Ich bräuchte noch Leute in der Scheune. Bin ich ganz ehrlich. Haben wir noch... Wie viel Dynastie haben wir? 8200. Können wir vielleicht noch... Ich guck noch mal rüber. Wir haben ja jetzt wieder eine neue Jahreszeit. Müssten wieder neue Leute da sein. Wir brauchen Landwirtschaftsleute. Landwirtschaft-Dudes. Ich hätte gern noch Leute, die in der Scheune arbeiten. Wir haben jetzt zwar das Tribut in der Scheune, dass wir wenig, also dass wir kein Material haben. Aber... Scheiß drauf. So. Ich brauche jemanden, der in Landwirtschaft gut ist. Gibora, 23, hat eine 3 in Landwirtschaft. Du auch? Er nicht. Was würdest du denn gern tun? Das kann ich nicht interpretieren. Es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden und mir Schweiß über den Rücken läuft. Die Feldarbeit. Ach so, doch. Feldarbeit. Okay, alles klar. Gut, gut, gut. Ja, aber du bist 26. Zibora, 23. Was würdest du denn gern tun? Ich war schon immer eine Naturgewalt, was auch immer mir in den Weg steht. Ich haue es um, ich grabe es aus, gib mir ein richtiges Werkzeug. Sie möchte also gewinnen. Ja. Nee, wir suchen eher Verlierer. So.
Ja, sehr gut. Wir ordnen sie erstmal einem Haus zu, denn ich weiß jetzt gerade nicht, was wir gerade brauchen. Brauchen wir Frauen? Brauchen wir Männer? Was brauchen wir? So. Sie kann nämlich nur noch in das große Haus einziehen. Das heißt, wir haben eigentlich genug Frauen. So. Was kann er denn so? Produktion 3. Gewinnung 3. Was würdest du denn gern tun? Der hat sehr, sehr viele Dreierwerte, aber ist schon 28. Die Handwerkskunst eröffnet mir viele Möglichkeiten. Ich kann mich umstellen, wenn etwas anderes gebraucht wird. Das nennt man Flexibilität. Okay, da ist also für viele Sachen. Ich habe von einem Schwein gehört, dass Pilze sogar aus großer Entfernung riechen könnte. Wäre es nicht großartig, so eins zu haben? Keine Rückenschmerzen mehr für mich. Ich nehme den jetzt mal auch mit. Das ist jetzt einer der ältesten bei uns. Und wisst ihr, für was ich den einsetzen werde? Erstmal kommt er in das Haus mit ihr. Achso, das ist nur noch frei. Oh, wir haben sehr viele... Also, wir haben jetzt sehr viele Leute eingeladen zu uns. Wir hatten nur noch das große Haus frei. Aber wir haben vorne noch genug Platz für Häuser. So. Setzen wir ihn doch im Brunnen ein. Das ist einer der ältesten Leute und er kriegt die undankbarste Aufgabe. Eimer mit Wasser zu schöpfen. Aber was soll's, wir brauchen ihn. Wir brauchen einen Idioten, der im Brunnen arbeitet. Viel Spaß. Okay. Wenn wir jetzt neue Leute brauchen und engagieren wollen, brauchen wir neue Wohnhäuser. Das müssen wir jetzt beachten. Alter, schon wieder? Och Mann. Der Zaun ist böse. Den sieht man einfach so schlecht. Wenn du da durch die Büsche reitest, siehst du den Zaun aus Stöcken einfach, den siehst du einfach nicht. So, ich habe mir nicht wehgetan. Wie sieht's mit meinem Pferd aus? Das lebt auch noch. Schön. Ach so. Wir müssen noch weiter verputzen, ne? Aber wie gesagt, hier vorne, den Hügel hinauf, wir haben noch sehr viel Platz für weitere Häuser zur Not. Ruppen wir hier noch ein paar Bäume raus und so. Also hier vorne können wir auf jeden Fall noch am Dorf anbauen, sag ich mal. Da hinten neben dem Kirschfeld auch noch. Unten am Fluss. Ich nutze jetzt hier die ganze Seite, um aufzurüsten, ne? Also hier wird noch angebaut. Da oben können wir auch noch anbauen, dass wir uns hier irgendwo treffen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Und ja. Da oben arbeitet aber noch jemand, oder? Lass mich mal kurz gucken. Feldschuppen, Feldschuppen, Feldschuppen. Nee. Da arbeitet gerade niemand. Das ist ja doof. Wir brauchen noch mehr Leute mit Landwirtschaft. Weil jetzt im Herbst wird Hopfen geerntet. Und da ist gerade niemand. Dann muss der Papa das mal selber machen. Das hilft nichts. Hilft alles nichts. Wie? Doch kein Hopfen? Muss man den im Sommer ernten? Ah, wir haben die Hopfenernte verpasst dieses Jahr. Ach, schade. Das darf nicht wieder passieren. Das darf nicht wieder passieren. Dass wir einfach so bares Geld... Bares grünes Geld, was hier an den Pflanzen wächst, einfach so verschwenden. Entschuldigung. So. Gerade aus diesem Grund müssen wir einfach noch anbauen am Dorf. Wir brauchen noch mehr Leute.
Erstmal gucken wir, wie viel Kalkstein wir noch haben. Ich glaube zwar nicht, dass das allzu viel dazu kam, seit wir versucht haben, das Material, das Nahrungsmittellager zu verputzen. Aber spätestens im Winter möchte ich die Häuser verputzt wissen. Wenn nicht, müssen wir nochmal... Ja, 50. Wenn nicht, müssen wir nochmal Dings, wir machen mal die Grabungsschuppen. Den zweiten auch nochmal runter von Stein, weil Stein haben wir gerade genug. Nochmal auf Kalkstein. Oder wir sagen mal 50% Stein und der Rest Kalkstein. Gib ihm. So langsam, also ich könnte mich nicht in meinem Dorf verlaufen, aber so langsam wird es für Fremde, glaube ich, sehr unübersichtlich. Also kann man sich schon ein bisschen verlaufen. Ist schon eine kleine Stadt, ne? So, das kleine Haus ist jetzt vollständig verputzt. Alter, Digga, ja, dann bleib doch nicht hier draußen stehen mitten im Weg. Ruhig bleiben. So. Und fürs Große reicht's noch gar nicht. Naja. Vielleicht später. Bin nochmal kurz auf den Feldern, gucken, ob da alles läuft. Aber, also zumindest ist das große Flachsfeld dabei, geerntet zu werden. Fehlt nicht mehr viel. Der Rest wird dann hier gedüngt und umgegraben. Das läuft auch gut. Müsste jetzt auch mit dem Dünger wieder ein bisschen besser klappen, wenn wir jetzt noch einen zweiten in der Scheune haben. Gemüse sieht auch sehr gut aus. Muss noch gedüngt werden. Weizen wurde noch nicht angefasst. Und das zweite Feld Flachs wurde noch nicht angefasst. Haltet euch ran, haltet euch ran. Ja, das Problem ist, die sind halt nur zu dritt. Und jetzt haben die halt ein Feld mehr. Ein Feld mehr Flachs. Leute, was ist das da links? Was ist das da links für ein Symbol? Wo eigentlich mein Gewicht immer steht? Was ist das? Was ist das für ein Symbol? Wird das hier irgendwie erklärt? Hä? Was ist das für ein Symbol? Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht, wenn ich was trinke, ist es weg. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist Hitze. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Das heißt, ich brauche hitzebeständige Klamotten. Aber kriege ich jetzt... Verliere ich... Ja, kriege ich jetzt dadurch mal... Warte mal. Wisst ihr, was wir noch nicht haben im Sommer? Einen Hut. So. Ich gehe jetzt zum Schneider-Dude und gucke mal, was brauchen wir denn für einen Hut? So. Flacher Strohhut. Hitzeschutz 17%. Okay. Schemata kaufen. Stroh und Leinengewebe. Easy peasy. Kriegen wir hin. Jetzt ist es auch gerade wieder weg. Ich glaube, weil ich drin war. Die Klimawärmung ist am Start, Leute. Langsam wird's ungemütlich. So, ein Strohhut für mich, bitte. Was ich baue gleich. Ich mache gleich die 6 hier voll. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir irgendwie wieder in der Stadt sind und Geld brauchen, Strohhüte verkaufen. Oder?
scheint ja ein warmer Sommer zu sein. Oder ein warmer Herbst. Es ist ja eigentlich Herbst, oder? Es ist doch gerade, im Moment ist doch Herbst. Oder täusche ich mich? Digga, sehe ich fesch aus. Krass. Nee, es ist nicht Herbst, sonst wären ja die Bäume. Ach so, es ist Sommer. Ach so, also haben wir den Hopfenernte noch nicht verpasst. Alter, ich bin komplett durch den Wind hier. Was ist hier los? Ich würde sagen, wir beschäftigen uns weiter mit der Baustelle und pflanzen hier ein paar Dings hin, Fundamente und so. Machen hier vielleicht so ein bisschen das hier noch hübsch. Ihr wisst, was ich meine. Alter, ich bin schon wieder überhitzt. Okay. Hier können wir auf jeden Fall kein Haus hinstellen. Das ist sehr, sehr schade. Weil hier noch so viel... Oh, warte. Doch. Da war kurz ein Point. Ja. Also mit so einer hohen Leiter. Ich weiß ja nicht, ob das gut aussieht, dass wir das hier hinstellen. Obwohl hier hinten gab es auch kurz einen Point. Nee, ja komm. Also wenn dann lassen wir das hier. Also er beschwert sich jetzt zwar, dass wir in einer prallen Sonne stehen hier und alles ist warm und so. Aber ich bekomme kein Damage. Das ist schon mal gut. So. Das Haus mal hier hinbauen. Ja, ist okay. Können wir machen. So, nächstes kommt hier hin. Ich baue jetzt mal bewusst größere, also die Zweierhäuser. Weil wir die jetzt in letzter Zeit gar nicht gebaut haben. Ja. So, drei Stück. Das heißt, wir brauchen wieder sehr, sehr viel Stein. Sehr, sehr viel Holz. Und irgendwann dann auch wieder Kalkstein, ne? Ich will mal was testen, ob ich hier vorne einen Feldschuppen hin platzieren kann. Ja, aber einen sehr hochgelegenen. Ja, nee. Das wird hier nichts. Ich will halt einen Feldschuppen haben. Ja, 4-4 vielleicht. Ja, hier sieht's gut aus. Ich will halt hier einen Feldschuppen haben, damit ich hier Leute einstellen können, die nur Kirschen pflücken. Die nur dafür da sind, Kirschen zu pflücken. Also ich habe mir ein bisschen... Also ich dachte jetzt eigentlich nicht so, dass ich überhitzt bin. Dass ich das noch hinkriege in diesem Spiel. Aber anscheinend geht das. Ich dachte aber, das macht Damage. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, es macht Damage. Aber irgendwie macht das gar kein Damage. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Also er beschwert sich immer, ne? Dass er gerüstet wird, dass er gekocht wird, bla bla bla. Aber Damage... kommt er nicht. So, eine schöne große Kreuzung. Finde ich gut. Ja. Na gut, dann besorgen wir mal Material zum Bauen. Guckt euch den Brunnen-Idioten an. Geil, der macht den ganzen Tag nichts anderes als Brunnen und so. Schön. Oh, wir brauchen Tierfutter. Dringend brauchen wir Tierfutter. Das heißt... Wir brauchen Haferkorn. Wir brauchen Roggenkorn. Wo ist Roggen? Da. Und wir brauchen Stroh, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So. Tierfutter. Hafer mal ein bisschen wenig gerade. Tierfutter. 83 Tierfutter.
Mal sehen, wie lange das reicht. Und ich glaube, wir brauchen Dünger tatsächlich. Nee. Ein Werkzeug. Was brauchen wir für ein Werkzeug? Das können ja nur Säckchen sein, oder? Nee. Sichelsense. Aha, okay. Sichelsense haben wir nicht mehr. Stimmt, ich bin ja auf Dings umgestiegen. Auf Bronzesense, ne? Und die habe ich, glaube ich, ausgestellt, dass wir die nicht mehr herstellen. Fataler Fehler. Mal gucken. Ihr macht Werkzeuge, ne? Ja. Doch, Bronzesense in Arbeit. Ich würde jetzt einfach mal warten, weil die ist kurz vor der Fertigstellung, die eine Sense da. Und dann dürfte das da oben eigentlich weg sein. Ja, Dünger haben wir noch genug. Jetzt brauchen wir Steine. Steine, um Fundamente zu setzen. Ah, ein Fundament ist aus Holz, ja. Zwei Fundamente sind aus Holz. Okay, alles klar. Dann brauche ich doch nicht so viel Steine. Also klar, ich brauche demnächst wieder die Steine, deshalb werde ich die hier oben mal in ein Gebäude reintun. Wir haben Scheune 3 freigeschaltet, meine Freunde. Scheune 3. Kriegen wir dadurch irgendwelche Rezepte oder so? Erstmal cool, dass wir Scheune 3 freigeschaltet haben, aber nein, wir kriegen keine Rezepte. Ja. Der nächste Punkt in der Landwirtschaft ist tatsächlich dann schon die Windmühle. Das wird super. Die gute alte Windmühle. So, was ist mit der Sense? Bronzesense. Na komm, mach doch mal hin jetzt hier. Die brauchen eine Sense, sonst können die da nicht ernten. Vielleicht mache ich noch mal selber kurz was. Es ist essentiell wichtig, dass im Sommer geerntet wird. Die müssen Getreide schneiden können. Ich mach mal sicher. 9 Stück. Damit kommen die vielleicht auch hin erstmal. Sind ja schließlich aus Bronze. So, wie viel Holz habe ich jetzt noch dabei? Gar nichts mehr. Okay, gut. Aber ich habe hier oben noch Steine. Warte mal, ich nehme erstmal die Steine und stelle dann erstmal ein, dass wir hier alles aus Stein bauen wollen. Wieder die nervigste Arbeit in dem ganzen Spiel. Darum hasse ich diese Häuser. Ach Mann, ich kann das da in der Mitte nicht einstellen. Doch hier. Jetzt habe ich es zufällig gerade mal erwischt. Aber das Element in der Mitte ist immer, das kann man schwer, da muss ich von hier aus kommen. Ach, darum hasse ich diese Häuser. Bei den anderen ist das immer alles kein Problem. Bei dem Großen, bei dem Kleinen, wie auch immer. Kein Ding. Aber die hier. Immer das Stück in der Mitte. Okay. Ich meine Steine schon weg, aber ich stelle die anderen auch noch ein, dass die auch auf, Stein kommen. Oh. Ich glaube, jetzt weiß ich, was die Überhitzung eigentlich machen soll. Die macht keinen Damage auf den Charakter, sondern die treibt Hunger und Wasser extrem runter. Oder zumindest Wasser, also Hunger ist auch extrem runter bei mir. Und dann macht die halt, über diese Aspekte halt Damage. Die Hitze. Wir haben keine vernünftigen Sachen hier zu essen. Ich esse mal Honig. Nehmen wir ein bisschen was mit. Können wir was knabbern. Oh, wir haben... Honig macht Gewicht hoch. Oh.
Geilomat, das heißt, wir können mehr tragen. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Stimmt, tatsächlich. Wir können so 10 Holzstämme mehr tragen. Was ist, wenn das jetzt, wenn der Buff jetzt abläuft? Bin ich dann einfach, bleibe ich dann einfach stehen? Und kann mich nicht mehr bewegen? Warum kommen hier hinten eigentlich 2 Fenster rein? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Hier, da runter, da möchte ich doch ein Fenster haben. Damit ich gucken kann, wie die Kirschblüten blühen. Und vielleicht hier, damit ich sehen kann, wann der Nachbar morgens aufsteht. Man muss immer hier durch diese Lücken gucken. Gib mir das auf den Sack. So, da haben wir es an Holz eigentlich schon fast fertig. Also hier braucht das Haus braucht noch ein bisschen ein paar Baumstämme, aber nicht mehr viele. Das meiste, was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich sind Steine. So, eine Fuhre Steine noch und danach Bretter. Ich habe gerade gesehen, wie viele Bretter wir haben. Über 200 Stück. Stimmt, wir lassen ja jetzt Bretter herstellen. Geilomat. Ja, ich muss nie wieder Bretter herstellen. Hat doch auch was. Finde ich gut. Oh nein! Ey, Digga, wie oft will ich denn heute noch mit dem Pferd verunglücken hier? Aber es ist ganz gut geparkt, da wollte ich es eigentlich hinstellen. Also alles gut. Wir können sagen, ist gewollt. Warte, ich schneide das davor weg. Cut. Ach so, ja, übrigens hier mein Pferd und so, das steht da. Toll. War alles gewollt. Genau so sollte es passieren. Wer was anderes sagt, lügt. Mir fehlt mir jetzt nicht wirklich... Ich brauche mehr Bretter als erwartet. Ach so, warte mal. Bevor ich Bretter hole, werden wir nochmal die Steine los. Alter, voll das Loch da oben in dem Haus. Noch Steine reichen nicht. Und hier fehlen mir noch Holzstämme. Och, lol. Wenn es mal schnell gehen soll. So, endlich. Ich habe sie fertig, die Häuser. Müssen halt nur noch verputzt werden, ne? Aber wir haben wieder 3 Häuser. Das heißt, 6 Leute können wir wieder engagieren. Ich würde sagen... Damit war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Das Dorf wächst. Es wächst und wächst und wächst. Ja, es wird immer größer. Und irgendwann sind wir auch mal eine große Stadt. Bis jetzt sind wir ja Kleinstadt. Aber irgendwann wird das schon noch zur Metropole anwachsen. Ich sag's euch. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Teilt das Video, zeigt es euren Freunden, was ich für ein cooler Dude bin. Kann das irgendwer ernsthaft sagen über sich? Egal. Ja. Nobody told me what to do, and niemand hat mir gesagt, was ich machen soll und ich beschwere mich sicher nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.